Ja, ihr seht schon, ich bin nicht zu Hause in meinem heimischen Garten, sondern ich befinde mich jetzt hier bei der Fleischerei Voss. Der Michael Voss hat mich eingeladen. Ich bin der Einladung nachgegangen. Und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie die Grillgranaten funktionieren. Und was ihr dafür alles braucht und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Das sind jetzt auch schon die Zutaten, die wir brauchen für die Grillgranaten. Wir brauchen Bacon, wir brauchen natürlich Hack, dann brauchen wir ein Gewürze, habe ich jetzt hier das Finisher Salz, Grillgranaten, deswegen auch der Rezeptname Grillgranaten, 3 Stück an der Zahl, ein bisschen Frischkäse und Cheddar. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal um das Gehackte. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist halt das Hack ein bisschen würzen, dazu ungefähr 2 bis 3 Esslöffel auf, ich sage jetzt mal 2 Kilo, gut verteilen. Für die genauen Angaben schaut bitte auf meinem Blog nach, auf tobiasgrillt.de. Da seht ihr dann die genauen Angaben. Ich mische das jetzt hier ein bisschen durch hier und dann kommen wir gleich zur Füllung. Ja, die Füllung für die Grillgranaten, und dazu nehme ich einfach den Cheddar-Käse und reibe den ein bisschen mit der Microplane, ich sage jetzt mal ungefähr um die Hälfte. Ja, und dann heißt es gleich zusammenmischen. Nächster Schritt ist dann halt die Grillgranaten mit reinzumachen, dann vermischen wir alles miteinander. Dann lediglich noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer zum Nachwürzen, könnt ihr dann selber nochmal probieren. Ja, und dann ist die Füllung auch schon fertig. Das Hack ist jetzt ordentlich durchgezogen, was wir jetzt machen, und zwar wir machen jetzt kleine Bällchen. Ihr nehmt jetzt halt so, ja ich sag jetzt mal Handflächengröße Bällchen, rollt die, damit ihr dann auch richtige Bällchen bekommt. Und dann macht ihr Folgendes, und zwar nehmt ihr den Daumen und drückt den Daumen im Prinzip hier in die Mitte rein und drückt diesen dann mit dem Hack drumherum noch mal ein bisschen zu. Gucken, ob ich das dann so zeigen kann. Dann habt ihr nämlich hier eine kleine Lücke drin, und was wir mit der Lücke machen, zeige ich euch gleich. Das Loch habe ich euch gezeigt, wie das geht. Jetzt nehmt ihr im Prinzip nur einen kleinen Teelöffel und füllt da die Masse, die wir vorhin zusammengerührt haben, halt einfach mit rein, bis nach unten hin. Ja, und dann kommen wir jetzt gleich zum Bacon. Was ich jetzt mache, und zwar, ich nehme einfach eine Scheibe Bacon und umwickel das im Prinzip einmal komplett drumherum, dass der Bacon komplett einmal um diese Grillgranate halt drumherum kommt. Ist jetzt alles soweit fertig vorbereitet und ja, den restlichen Käse aufgerieben, und da geben wir jetzt einfach den restlichen Käse oben drauf. Ja, und dann kann das so auf den Grill. Kommen jetzt in den indirekten Bereich bei, ich sag jetzt mal 200 Grad. Ja, und dann gucken wir in der nächsten halben Stunde nochmal nach. Die Dreiviertelstunde ist jetzt rum, wir gucken mal nach. Perfekt. Ich nehme sie jetzt runter, dann gibt es noch ein Tellerbild, ja, und damit sind sie fertig, die Grillgranaten. Das waren sie, die Grillgranaten vom Grill. Relativ einfach gemacht und super lecker und dabei sehr, sehr schnell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren, das findet ihr unterhalb von diesem Video. Wenn ihr die genauen Angaben benötigt, was ihr dort alles wirklich braucht, schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach.